Am Wort ist der Abgeordnete Christian Lausch. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident. Ja, Petitionsausschuss, Petitionen. Ich kann meinen Vorrednern großteils mich anschließen. Wo ich mich weniger anschließen kann, das ist beim Kollegen Brenz und bei der Kollegin Reiter. Da wird hier draußen geredet von, wie wichtig die Gemeindepolitik, was die Gemeinden alles leisten, hat aber mit dem eigentlichen, mit dem Petitionsausschuss wenig zu tun. Und was es hier geht, ist ein Akt der direkten Demokratie. Hier unterschreiben Menschen, Bürger, Bürgerinnen, denen gewisse Anliegen extremst wichtig sind. Und wir haben jahrelang, seit 2008 bin ich in dem Haus und immer wieder gesagt, es ist ein Begräbnis erster Klasse, wenn man Petitionen, Bürgeranliegen, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind, einfach nur zur Kenntnis nimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war langjährig im Petitionsausschuss, so schlimm war es noch nie. Scheinbar verstehe ich da auch die Grünen nicht, dass sie hier scheinbar der ÖVP freie Hand lassen. Und hier wird ja alles schubladisiert, was nur irgendwie geht und nicht behandelt. Warum kann man das nicht den Fachausschüssen zuweisen? Das wäre eine Wertschätzung. Wir haben auch in früheren Jahren auch Hearings gemacht im Petitionsausschuss, um eben den Stellenwert der Petitionen und der Bürgerinitiativen vor allem zu heben. Warum macht man das nicht? Das ist eine Geringwertschätzung unserer Bürgerinnen und Bürger. Ihr spützt damit, ihr lacht da. Wahrscheinlich glaubt ihr einen, dass das jahrelang schon so gemacht wurde. Das ist nicht der Fall. Ich sage es euch noch einmal, es ist nicht der Fall. Wir haben in anderen Legislaturperioden viel, viel mehr den Fachausschüssen zugewiesen und nicht so viel schubladisiert wie jetzt. Jetzt hat die ÖVP scheinbar da relativ leichtes Spiel. Aber die waren nie der Freund der direkten Demokratie, braucht es nicht glauben, und sind sie auch jetzt nicht. Und darum funktioniert das jetzt so, sollte man aber nicht so machen, eine Geringwertschätzung. Lernst du dazu, machst das nicht, spielst du da nicht mit, setzt dich da auch ein bisschen und sagst, nein, das wollen wir diesen und diesen Ausschuss zugewiesen haben. Das kommt bei der Bevölkerung sehr, sehr gut, ich meine es in der Weise nur gut. In diesem Sinne, Dankeschön, schönen Abend. Christian Lausch von der FPÖ in Richtung Grüne mit einer Kritik, dass Petitionen und Bürgerinitiativen schubladisiert und nicht Fachausschüssen zugewiesen würden.